Hallo und herzlich willkommen zum letzten Europa League-Spiel am ersten Spieltag der Gruppe. Und da tritt Atletico Bilbao gegen Augsburg. Und Augsburg hat es leider nicht ganz hingekriegt in Bayern, also in München, dort die Bayern zu schlagen. Und ja, jetzt versuchen sie es mal mit Atletico Bilbao, obwohl die ja nun auch nicht gerade die einfachste Mannschaft sind. Da hast du recht. Aber erstmal hallo von meiner Seite. Hallo, ja, ja, stimmt. Stimmt, das habe ich total vergessen. Und du musst ja gewinnen, Leute, mit zwei Toren Vorsprung, dass ich die Freundschaftsspielsaison gewinne. Also drückt mir die Daumen. Oh shit, der bricht schon mal durch. Muni ein. Das habe ich ihn reingetan. In die Mitte. Oh, Werner, Alter, Mann. Was macht Susa Eta? Der muss einfach bloß den Fuß reinhalten. Ja. Die Freundschaftsspielsaison verliere ich. Aber ich habe mehr gewonnen als er. In Pausen, in den Torwiederholungen muss ich immer mal wieder meinen Kuchen essen. Also Kuchen am Abend, Alter. Wir nehmen hier zum Abend auf. Und der Abend ist gut, wie sagen Sie. Ja. Was würdest du das denn dann nennen, so nach 20 Uhr? Ja, eigentlich schon nachts fast. Oh. Ach, Menschenskinder, es lässt sich auch so doof verteidigen immer. Menschenskinder normal. Tobias Werner, Top-Typ. Und der rettet hier eine ganz harte Nummer. So. Haben wir natürlich auch mit den Trikots ein bisschen unglücklich gewählt. Willkommen weiter. Ja, das gibt definitiv erstmal eine Yellow Card. Da regt er sich jetzt schon auf? Es kam noch keine Karte. Jetzt kommt die gelbe Karte. Schon nach Viertelstunde kriegt kriegt er schon die erste gelbe Karte. Und ja, vollkommen zu Recht. Geht er direkt auf den Mann, der Ball ist schon weg und damit komplett gerechtfertigt. Bombardier! Ne, der war ein bisschen doof, also weil hier die Nummer, die ich da gerade so angewählt hatte, nicht funktioniert hatte. Eigentlich sollte der über die Mauer rübergehen und ja, und der andere sollte den dann eigentlich verwandeln. Hat er aber nicht gemacht. Okay. Danke. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass ich da rankomme. Das finde ich auch immer so doof. Und ich hoffe, dass sie das in. Ich glaube zwar nicht, dass sie das hinkriegen, in FIFA 16 abzustellen, dass wenn du einen Ball. Na, hier. Wenn du einen Ball passend tust und der noch ein bisschen länger auf der. Oh ja, nee, ist klar. Dass wenn der noch ein bisschen länger unterwegs ist, so wie eben. Bin ich weg. Bin bald. Ah. Shit. Ach, meine Güte nochmal. Augsburg noch nicht ganz im Spiel drin. Da hat es ihm bald hier heute zum Essen gegeben. Ach komm, da war ja jetzt nichts gewesen, was der kleine Tobi dort gemacht hat. Was gab's bei euch zum Essen? Oder bei dir? Bei mir gab es Hühnchen und süß sauer. Pass halt, Paul! Nein. Alter, das gibt's doch nicht. Voll, ne? Super, 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 super. Voll, ne? Oh, schieß doch. Ey, wenn ich jetzt das Spiel verliere, das ist schon wieder so ein Match wie gegen Krasnodar und so.
Mit sowas bekomme ich die Krise. Seit hast du nur noch Lucky Punches. Tagesplan steht bei dir, Lucky Punch. Ja. Oh. Alter, das ist doch jetzt auch schon wieder. Oh, ja genau. Super. Nein, was machst du? So, jetzt aber. Jetzt ist er durch. Das ist das Tor, wie ich das kenne. Ah, da bin ich einmal zu weit drin nach hinten gegangen. Oh mein Gott, Alter. Da habe ich einen langsamen Stoßstürmer. Der läuft ja natürlich da vorne. Ja, natürlich. Gib ihn doch gleich nochmal weiter. Ach, verdammt nochmal. Was ist denn jetzt schon wieder los? Abfeit. Oh. Und bombardier. Bombardier. Der war niemals im Abseits, Alter. Niemals. Alle Tomaten auf den Ohren. Auf den Augen. Stark. Da schick ihn so leicht. Munjain, der gefällt mir richtig. Munjain. Jetzt. Kommt. Eigentlich müsste ich schon längst 2-0 führen. Ich hab mehr offensive Aktionen. Oh, nee. Du hast sau viel Glück mit deinem Keeper. Okay. Sind da jetzt auch komische Pässe, die du da machen tust? Ja, ich mache gar nichts. Das macht wieder der PC. Der MPC. Oh, stopp. Ah, du kannst Pass spielen. Casino aufs Tor. Alter, wieso lässt er denn einfach den Ball los, Junge? Also im Balance haben die Jungs auch echt total die Schwierigkeiten. Der kann jetzt im Grunde auch nur gerade vom Glück reden, dass es bei Atletico zu Hause auch gerade überhaupt nicht funktioniert. Und wenn das so weitergeht, braucht Augsburg nur auf die richtige Counterchance warten und dann Bilbao es richtig dick reindrücken. Und irgendwie hat es noch nicht ein einziger geschafft, hier irgendwie eine richtig gute Toraktion zu machen, außer dieses Lucky-Ding. Ja, und schon die erste Auswechslung bei Bilbao. Wieso das denn? Wir brauchen schnelleren Stürmer. Ja, das ist wenigstens ein bisschen schneller. Ronny Markus. Ja, nee, du kannst jetzt aber nicht gerade behaupten, dass es bei mir nicht läuft. Bei mir läuft schon, bloß der Torabschluss nicht. Ja, natürlich. So, ja, natürlich, leg dich noch hin. Ja, genau. Oh, Alter, das kann nicht wahr sein, Junge. Ich hasse es jedes Mal, wenn die sich da 2 Tage lang hinlegen, nein, Alter. Nein. Esswein. Jetzt aber. Oh, nein, nein. Oh, Mann. So, jetzt mal. So, jetzt. Ah, ah. Mich gern haben mit dem Lucky Punch. Jetzt. Jetzt, jetzt, nein. Jetzt ist der Abwehrspieler hier. Oi, oi, oi. Ich müsste schon längst Paraden 6-4-5-0 gewinnen. Vielleicht in deinen Träumen. Was macht das für eine Annahme? What the hell? Junge. Einfach ins Kreuze, komm nicht so brutal drüber. 7-0. Man of the Match ist Keeper. Schick ihn! Mach das Tempo an! Geh halt weg, du fetter Arsch! Alter, das kann nicht sein, Junge. Das macht mir aggressiv, das Spiel. Oh shit. Oh, spiel doch den Pass, dass er ankommt. Oh. Genau. Was ist das für ein Bleifuß? Es geht wieder. Sieht für dich aus. Wenn ein bisschen Lucky Punch von mir. Oh, ja, du. Jetzt aber. Komm schon, komm schon, komm schon, Mama Dina.
Oh mein Gott. Es ist unmöglich. Ich krieg eine Krise, Alter. Das hätte die 1000%ige Chance sein müssen, Alter. Und dann knallt er den so unnachgiebig einfach rein. Eieieiei. Ich verstehe diesen. Also, ich bekomme eine Kröte. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh, fahr mich halt noch brutaler. Ich komm die Kratze. Ja, genau, ich ist auch noch verletzt und ich verliere auch noch. Beziehungsweise verliere ich. Gib her. Oh, nee. Ich spiele sie wie Bauklötze. Beginn. Nein, da war nichts gewesen. So, wir müssen hier schnell auswechseln. Okay, Bobadilla bringt es einfach nicht mehr. So. Und Co. bringt es irgendwie. Co. bringt es auch nicht. Und Werner bringt es auch nicht. Ich muss drei auf einmal auswechseln. Ich gehe jetzt voll auf den Weg. Aber wenn er gewinnt. Hau ihn! Doch, jetzt das Tor ist 1-0 und die frischen Kräfte helfen dann. Muniain, du spanischer, schnelle Außenflügel, Gott, Muniain, geh schnell! Ja! Nein! Nein, das kann nicht sein, Alter. Das gibt's nicht, Alter, das gibt es nicht, Junge. Oh, das kann nicht wahr sein, Alter. Oh Mann, der hat gepasst, der hat gepasst. Oh, verdammte Scheiße, Alter. Oh, der hat jetzt keine Chance. Oh. Vor allem, wie der Pass. Ich dachte schon, come on, was war das für ein Pass? Und dann direkt. Ups, sorry, jetzt habe ich die direkt geklaut. Ein Fehler. Let's go. Muniain, geht nach innen. Muniain. Es war ein, was soll das? Alter! Das gibt's doch der nicht, Junge. Der muss drin sein. Zum Glück hast du da auf Mann geschossen, Alter. Ja, was kann. Ich kann auch nur zielen. Oh, was machen die? Nein, nicht den Konter. Riskier die rote Karte. Alter, los, das. Auf geht's, nach vorne. Williams! Get the ball! Nein, es war meine Chance für den Konter. Es war meine Chance für den Konter, ganz ehrlich. Oh Gott, wo ist der Ball hin? Oh shit! Nee. Das gibt's doch nicht, wieso blöd flankst du den so scheiße, Alter, Junge. Oh, jetzt ist da keiner. Nein, das wird ja nicht so.
5 Minuten Nachspielzeit, alter Schwede, ob Augsburg es noch schaffen tut hier in den letzten Sekunden. Aber ich glaube, jetzt wird einfach nur noch die Ecke kommen und dann wird es hier abgepfiffen. Nein. Oh. Ecke ist schwach. Die ist gut. Nein. Nein. Eieieiei. Ja, an dieser Prognose verliert leider Augsburg ganz knapp. Ach, sie haben leider ihre Chancen am Ende nicht wirklich hundertprozentig nutzen können. Das Glück war leider Gottes auf der Seite von Atletico Bilbao. Und ja, das ist schon sehr schade. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Prognose. Seid auch wieder mit dabei. Bis dahin, liebe Zockerfreunde, und haut rein. Tschüssi.